Moin! Herzlich willkommen zurück zur weiteren Folge Let's Play LS17 Nordfriesische Marsch Vierfach-Map. Immer noch in der Version 1.9, natürlich immer noch ohne Gräben. Wir sind dabei, Felder anzusehen für die nächste Ernte. Und ja, da haben wir richtig gut zu tun, weil wir dann doch inzwischen schon einige Felder haben. Ich muss mal gucken, haben wir für Feld 16 schon einen Säkurs? Ja, haben wir. Wo fängt der an? Da hinten. Können wir uns das einfach machen? Ersten Wegpunkt. Ersten Punkt gerade anfernen. Fahrer einstellen und tschüss. Hier im oberen Teil ist das die letzte Bahn. Auf Feld 4. Dann kommt noch die untere. Unten ist das Feld ja, das Feld 4 ja etwas breiter als oben. Daher ist es hier oben gleich schon fertig. Nur da unten gibt es dann noch 2, 4, 6 Bahnen oder so. Die aber ja auch viel kürzer sind, das heißt, das Feld 4 ist auch bald fertig. Alte Feld 4. Sehr schön. So, wollen wir mal ein bisschen Spaß haben? Nein, was heißt Spaß haben? Genau, den nehmen wir jetzt mal. Können wir noch mal ein bisschen Geld produzieren. Ich gehe fahre noch mal in Steinbruch. Ich guck mal, was da so geht, was da noch liegt. Steinbruch, / Kiesgrube. Mal gucken. Schauen, was wir da noch so abholen können. Muss ich eben erstmal gucken, wie ich denn am dümmsten da hinkomme. Ja, ich fahre oben rum. Der liegt auch doof, der Steinbruch. Da müsste es hier so einen Weg quer durchgeben. Nee, egal. Ich will hier nicht jammern. Ich will ja gar nicht jammern. Naja, aber Geld können wir gebrauchen. Ich meine, die Gelduhr läuft nach oben, aber das war jetzt nicht viel. Das waren, weiß ich nicht, lass das 30.000, 40.000 Euro gewesen sein, die wir da jetzt haben. Klar, es ist auch Geld, aber hier im Vergleich zu dem, was wir hier sonst verdienen. Wenn man fast 2 Millionen auf dem Konto hat, dann sind 40.000 zwar auch Geld, aber jetzt nicht irgendwie viel Geld. Naja gut, waren doch fast 100.000, die ich eingenommen habe. Immerhin.
Mal gucken, ob wir hier überhaupt noch was haben. Ja, da ist noch was drin. Wie viel? Halber Hänger voll. Naja. Nee. Quatsch. Vier Hänger voll, fast fünf. Na, das könnte sich dann ja doch vielleicht. Jetzt muss ich mal eben gucken. Da können wir dann mal versuchen, einen Kurs aufzuzeichnen. Mal gucken. Hier eh schwierig, diese Ausfahrt wegen dieser Grenzung. Wir gucken mal. Übrigens einen coolen Trick von einem Kollegen aus dem Livestream gehört, den ich eigentlich auf der Rückfahrt gleich mal ausprobieren kann. Wie man erstens Punkte spart und wie man schön gerade Strecken einfahren kann. Probieren wir gleich mal aus. Große Frage bei Edeka für Honig. Na, das ist doch schön, dass Edeka noch Honig fragt. Ich hätte auch da vorne schon wieder reinfahren müssen. Voll Honk. Ach, und ich hab die. Oh Mann, ey. Scheiße. Entschuldigung. Wollte gar nicht Scheiße sagen. Muss ich gleich aufzeichnen. Muss ich nochmal machen. Oh Mann. So, ich kann auch die Geschwindigkeit mal wieder runterdrehen. Und kann mal weiterfahren. Wieder zurück. Und dann zeichnen wir den gleich nochmal auf. Den Kurs.
wir mal. Und nochmal voll machen, bitte. Ja, dann kann ich also noch zweimal fahren. Zweieinhalb Mal sogar. Und dann passt das alles. Hier auch noch mal Diesel hinbringen, wenn wir Diesel produziert haben. Dann auch noch mal wieder ein bisschen Gold abschröpfen. So, ich weiß nicht, ob das nachher funktionieren wird, was ich hier mache, aber... So, und was ja jetzt ein Kollege letztens gesagt hat, was er mal macht, damit er A nicht so viele Punkte hat, damit schön gerade ist, er drückt auf Pause. Dann wird kein Punkt weiter aufgezeichnet. Ah ja, und dann macht er nämlich nachher eine schöne gerade Linie zwischen den Punkten. Und dann sieht das richtig schick aus. So. Da ich da vorne dann wieder irgendwo muss, fange ich mal jetzt wieder an aufzuzeichnen. Und fahre dann hier rum. Wundert euch bitte nicht. Drück wieder Pause. Koppel meinen Hänger ab. Achso, nein, Quatsch. Doch. Koppel meinen Hänger ab. Schalte hier wieder meine Aufzeichnung an. Zeichne meine Punkte auf, so als wenn ich jetzt fährst du rückwärts. Er nimmt dann ja nachher zum Abkippen, nimmt er ja den Hänger, wenn man rückwärts fährt. Deshalb sollte man solche Abkippstellen immer ohne Anhänger erstmal einfahren. Mal gucken. Jetzt mal bis dahin. Schalte ich wieder auf vorwärts. Bis dahin. Mach mal eben einen Pausepunkt, weil jetzt hole ich ja meinen. Jetzt hole ich dann meinen Anhänger. Komme ich da überhaupt dran vorbei? Jetzt kippe ich wirklich ab.
Ja, wir nähern uns dem Ende. Wie es weitergeht, das könnt ihr in der nächsten Folge sehen. Hinterlasst mir einen Kommentar, ein Like oder ein Abo. Kommt mich bei Facebook oder auf meiner Homepage zu besuchen. Ja, ich sage erstmal ciao.